Willkommen zurück, liebe Freunde der digitalen dentalen Unterhaltung. Ihr kennt das Problem mit Sicherheit auch. Euer Zahnarzt will mal eben ein Mockup haben oder ein Smile-Design. Wie habt ihr das bisher gelöst? Ich habe es entweder aufgewachst oder halt entsprechend in der ExoCut versucht zu designen. Das Problem war aber immer, ich musste den Umweg über mehrere verschiedene Softwaren gehen, um entsprechend entweder ein digitales Modell daraus herzustellen oder das Mockup entsprechend abzulösen. Durch die Galway sind wir in der Lage, das Ganze anders und einfacher zu lösen. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Die neue Mockup-Funktion findet ihr im Bereich der Kronen und Rücken. Habt ihr diese ausgewählt und euer Modell eingeladen, könnt ihr direkt loslegen. Als erstes zieht ihr eine minimale Folie über das gesamte Modell. Das ist euer Spacer und dient dazu, dass nachher Mockup und Modell voneinander getrennt werden können. Die Neuerung hierbei ist, dass ich nicht wie früher in Drittanbieter-Softwaren die Meshes wieder zusammenführen musste, sondern jetzt kann ich einfach hingehen und innerhalb von 2 Minuten das Auto-Feature dieses Programms nutzen, um genau das zu erstellen, wofür ich früher 20 Minuten gebraucht habe. Um genau das zu erreichen, wurde ein neues Tool hinzugefügt, nämlich der harte Schnitt. Durch die Restriktionen, die wir früher durch die Kronenböden hatten, wenn wir zum Beispiel ein Venier oder ähnliches angelegt haben, mussten wir immer damit rechnen, dass unsere Mockups nicht richtig auf dem Modell aufgelegen haben. Jetzt können wir eine wesentlich dünnere Randgestaltung machen, die sogar in einem messerscharfen Grat auslaufen kann. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, natürlich gerne liken. Auch bei den Eierschalenprovisorien hat sich ein bisschen was getan. Zwar nicht bei den Eierschalenprovisorien per se oder wie sie designt werden, sondern eher die Funktion, die im Bereich der Modelle dahinter liegt. Ihr könnt nämlich jetzt einfach die Unterseite des Eierschalen-PVs, also die vorreduzierten Stümpfe, als Modell ausgeben und diese direkt an euren Behandler schicken. Ich finde das eine ganz coole Option. Der Behandler hat so die Möglichkeit zu überprüfen, ob seine Prep dem nahe kommt oder inwiefern das Ganze einsetzbar ist. Mich würde interessieren, wofür plant ihr die neuen Features einzusetzen? Sind sie überhaupt interessant für euch oder werdet ihr sie links liegen lassen? Schreibt uns doch einfach in die Kommentare. Und übrigens, mehr Videos von uns gibt's hier und hier. Und irgendwo hier vielleicht auch noch. Bis zum nächsten Mal.